Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit How to Let's Play Easy Done. Wir haben das letzte Mal ein Video hochgeladen, in dem wir erklärt haben, wie jetzt die Hardware-Konfiguration mit einer Xbox und dem Computer aussieht. In diesem Video beschäftigen wir uns mit zwei Programmen, die notwendig sind, um eben diese Signale aufzunehmen. Das erste wäre eben die Software zur AVR Media HD Capture Card und die heißt AVR Media Center, soweit ich mich daran erinnere. Ja, genau. Und da starten wir mal gleich durch. Ja, kommt er rein. Und ja, so sieht die Oberfläche aus. Ist eigentlich selbsterklärend. Ihr bekommt auch eine PDF-Datei dazu mit über 60 Seiten Erklärungen. Und ja, viel erklären brauchen wir nicht. Hier kommen alle TV-Signale rein. Von analog bis digital, HDMI. Da Radio über Satellit, ihr könnt das schedulen, aufnehmen und alles mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt Videos aufnehmen, die ihr in einen gewissen Ordner kopiert habt und mit dieser Software ansehen, Musik von eurer Anlage aufnehmen. Ja, es ist ziemlich umfangreich, ich mache da nur einen kurzen Überblick. Da als nächstes kommen die Einstellungen, wo auch der Sendersuchlauf und der Installationsassistent dabei ist. Also ist eigentlich kein Problem. Wenn ihr jemals einen Festplattenrekorder oder einen Receiver installiert habt, dann habt ihr damit sicherlich keine Schwierigkeiten. Wir schauen jetzt, ob ich von der Xbox ein Signal reinbekomme, und da ist er schon. Wir sind da jetzt mit unserer Xbox verbunden. Es gibt da nur einen kleinen Haken, weil mich viele Leute angeschrieben haben, ich habe mir jetzt diese Karte gekauft und ich kriege kein Signal rein. Ha ja, ihr müsst da aufpassen, von der Xbox 360, dieses HDMI-Signal ist beschränkt auf 720x1280 und das bedeutet HD Ready und nicht Full HD. Ja, Fernsehsignale, Satellitensignale bekommt ihr in Full HD rein und das leider nicht. Da schauen wir mal kurz in den Anzeigenoptionen. Ich habe da eingestellt 720 progressiv. Ihr könnt da auch 1080 interlaced oder progressiv einstellen und das funktioniert da nicht. Also bitte aufpassen, 720 progressiv, das heißt 720x1280, das ist HD Ready. Das bekommt ihr von der Xbox rein. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen, da das irgendwo in der Beschreibung steht und ja, ihr müsst dann auch die 60 Seiten mal durchackern. Okay, aber es funktioniert einwandfrei und ja, mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Das nächste wäre dann, wir schalten das Ding mal gleich aus. Als nächstes haben wir ja Fraps. Fraps ist ein cooles Programm, macht riesen Dateien am Anfang, weil es Rohdateien sind, und ja, das hole ich mir mal auf den Bildschirm, zack, und schon ist es da. So sieht das aus. Ihr habt da eben diese Reiter, das ist nur der Begrüßungsfenster. Hier könnt ihr dann einstellen, ob ihr jetzt Benchmark-Settings macht oder nicht. Ihr könnt euren Computer testen. Ich unterlasse das immer wieder, weil das in Computer stresst. Braucht man nicht. Hier könnt ihr einstellen, an welcher Ecke ihr ein Overlay habt, also wo die Frames per Second angezeigt werden. Und ich brauche das auch nicht, weil wenn zu wenige sind, merke ich das. Und ich, ja, ist noch nie passiert. Wozu dann auch, ja. Und für die Benchmark-Dateien könnt ihr hier dann einfach den Folder bestimmen, wo das reinkopiert wird. Das wäre eigentlich, es ist eigentlich ein ziemlich kleines, aber leistungsstarkes Programm und da gibt es nicht viel zu sagen dazu. Und wo die Rohdateien hinkopiert werden, das ist dann hier der Fall. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Dann gibt es hier die Shortcuts, die ihr braucht, um das Programm zu starten und zu beenden. Ja? Ich benutze da meistens 10er Tastatur oder irgendwas, was mit F10, F12 oder sowas. Ja? Hier ist einfach einzustellen, wie viel Frames per Second ihr da braucht, um oder wollt, ja. Bei manchen funktioniert das nicht,
die die ältere Computer haben, die müssen hier einfach ihre Frames einsetzen. Je mehr Frames, desto mehr ist der Prozessor belastet. Also ich bleibe bei 30 Frames per Second, weil es gibt eine Regel bei der Videobearbeitung, do not change too much, Leute. Und ja, was soll ich sagen, je öfter ihr hier bei der Verarbeitung eines Videos was verändert, desto schlechter wird schlussendlich die Qualität. Das heißt, eine Kopie der Kopie der Kopie der Kopie und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt hier auch versuchen, die Framerate zu locken, also zu fixieren, ist aber auch nicht notwendig. Und ich benutze Full Size. Ja, es kommen da Riesendateien raus, also eine Minute 40 hat ungefähr 4 GB. Ja, also bei 15 Minuten Video bekommt ihr einen Folder mit ca. 30 bis 40 GB. Das sind aber nur Rohdateien, die schlussendlich dann noch gerendert werden müssen. Ja? Dann gibt es hier einfach nur die Soundeinstellung, Record Sound oder nicht Record Sound. Und wir brauchen ja den Sound, ja, und Detect Best Sound Input habe ich nicht verwendet, weil da nur ein Kanal verwendet wird. Ich nehme einfach das, was ich im Windows eingestellt habe, nämlich Use Windows Input. Und hier ist der Treiber, der dazu notwendig ist. Don't Sync Audio and Video ist auch nicht notwendig. Und das eventuell, ja, wenn ihr mit der Maus arbeitet, also mit Computerspielen, wo ihr die Maus seht und ihr wollt das nicht im Video haben, könnt ihr das machen. Und das ist eine Einstellung, die die Qualität verbessern soll. Ja. Ich habe es einfach eingeschaltet, es scheint besser zu sein. So, ihr könnt hier auch mit dieser Software Screenshots machen. Und ja, wieder mal das Übliche, ihr müsst den Destinationsfolder bestimmen und einen Shortcut machen, dann, womit ihr dann die Screenshots aufnehmt und das Dateiformat JPEG, PNG kann ich empfehlen, BMP und TGA würde ich eher lassen, das hat nicht unbedingt die beste Qualität. Und hier Screen Capture Settings include Frame Rate Overlay und da könnt ihr jetzt einstellen, ob ihr eben die Frame Rate, die angezeigt wird, wenn ihr das vorhin hier eingestellt habt, angezeigt wird oder nicht, oder wie oft das in einem Video vorkommt, dass ihr einfach den Bildschirm aufnehmt. Oder wenn ihr was erklärt, könnt ihr auch das so setzen, dass automatisch Bildschirmfotos gemacht werden. Aber nun gut, ich habe das noch nicht verwendet, brauchen wir nicht. Wir sind ja eine Videogeneration und machen dazu hauptsächlich Videos. Gut, das war Fraps, Leute. Also, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um Videos aufzunehmen, und als nächstes kommt dann Virtual Dub. Ne? Das nächste Video behandelt Virtual Dub, das ist mein Lieblingsprogramm zum Schneiden und zum Rendern, ist ein Gratisprogramm und echt cool, hat super Features und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und merkt euch diese Regel bitte. Ja? The most important rule, do not change too much. Ja? Nicht zu viel verändern bei der Videoverarbeitung, dann bleibt die Qualität auch einigermaßen ansprechend. So Leute, ich hoffe, es war ein wenig informativ und ihr habt da die notwendigen Informationen bekommen. Und haut rein, macht Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.